Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei den Warzen. Nach einem einführenden Text geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge den Wirkstoffen nach. Und der erste Wirkstoff, der vorgestellt wird, ist Chloressigsäure, äußerlich angewendet. Die ist gelb bewertet, mit Einschränkung geeignet bei Warzen. Das Mittel reizt die Haut stärker als Salicylsäure. Ich lese vor. Chloressigsäure, in Klammern äußerlich, gelb, mit Einschränkung geeignet bei Warzen. Das Mittel reizt die Haut stärker als Salicylsäure. Chloressigsäure ist wirksam gegen Warzen. Allerdings verätzt es die Haut sehr viel stärker als Salicylsäure und ist daher weniger gut verträglich. Wichtig zu wissen: Muttermale und Alterswarzen dürfen Sie mit der Arznei nicht behandeln. Das Mittel kann die Haut röten und stark reizen. Diese Hautreizungen treten vor allem dann auf, wenn Sie das Medikament unmittelbar nach Entfernen einer Warze oder auf verletzte Warzen aufbringen oder wenn die gesunde Haut vor der Behandlung nicht mit Zinksalbe oder Vaselin abgedeckt wurde. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Über die Risiken einer Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit gibt es keine Erkenntnisse. Sicherheitshalber sollten Sie das Mittel daher nicht anwenden. So, es geht weiter. Mit dem rot wenig geeigneten Wirkstoff, das ist der Dimethylether. Äußerlich angewendet. Das ist ein Kältespray, sehe ich hier gerade gut. Ja.